Hallo und herzlich willkommen auf Evo2KTV und herzlich willkommen zurück zum WrestleMania Orakel auf meinem YouTube-Kanal. Wir machen weiter mit dem Match zwischen Randy Orton und AJ Styles. Und ja, das sind auf jeden Fall zwei Leute, die in meinem Community-Projekt im Evoverse ordentlich für Stimmung sorgen. Also ein Randy Orton zum Beispiel in WWE 2K19, ein sehr, sehr dominanter Wrestler. Das gleiche war AJ Styles in WWE 2K18. Also es könnte jetzt wirklich sehr interessant werden, dieses Aufeinandertreffen zwischen den beiden. Ja, wir sehen hier The Viper Randy Orton auf dem Weg zum Ring. Ich persönlich glaube ja, dieses Match wird ein AJ Styles gewinnen, weil, na gut, auf der einen Seite ein Randy Orton oder ein AJ Styles, die brauchen den Sieg eigentlich beide nicht, aber ja, schwer zu sagen von der Einschätzung her, wer da den Sieg holt. Vielleicht gibt es ja einen No-Contest, keine Ahnung. Wir lassen uns da mal überraschen. Ich lege mich einfach mal auf AJ Styles fest. So, dann überspringen wir mal und warten auf AJ. Der jetzt dann zum Ring kommt. Phenomenal AJ Styles, da ist er. So, extra mal das normale Outfit genommen. Weil wenn wir jetzt wieder ein erstelltes genommen hätten, hätte er seine Kapuze nicht abgezogen. Und das sieht immer ein bisschen blöd aus, ne? So, AJ. Dann würde ich mal sagen, da ja eigentlich jeder weiß, wie AJ Styles so zum Ring kommt, auch wenn es WrestleMania ist, werden wir dann jetzt mal skippen und auf das Match warten. Beziehungsweise den Match beginnen. Also Leute, hiernach bekommt ihr noch, was haben wir denn sonst noch so im Petto? Hiernach bekommt ihr zum Beispiel noch das US Championship Match. Jetzt geht es erstmal mit diesem Match los. Batista gegen Triple H bekommt ihr noch. Drew McIntyre gegen Roman Reigns, Daniel Bryan gegen Kofi Kingston, Brock Lesnar gegen Seth Rollins und das Frauenmatch. Also ist noch ordentlich was los heute hier auf meinem Kanal. Könnte eigentlich schon fast die Evoverse-Folge ausfallen lassen. Bei dem Content, der heute hier noch ansteht. So, ja, Ringrichter geht dazwischen. Ich glaube aber in diesen, also das Orakel wird bestimmt Randy Orton gewinnen, weil ich glaube, dass der RKO effektiver ist. Weil ich sehe es mir schon wieder kommen, dass sie hier Phenomenal Forearm, keine Ahnung, wahrscheinlich gekontert wird und der Styles Clash, der Pin ins Rope Break geht. So, Reversal von AJ. Oh, der Uppercut ging schief von Randy Orton. Dropkick geht aber auch schief von AJ. Na, Orton kommt jetzt wieder zurück. Neckbreaker. Und jetzt geht's in den Turbo. Aber AJ mit dem Reversal. Und dafür geht's jetzt für Randy Orton übers oberste Seil. Und AJ posiert vor ihm, provoziert ihn. Und jetzt kommt noch Randy Orton. Und das wird scheinbar. Nee, doch nicht. Das wird gekonnt von AJ Styles. So, der Mark NG hat gerade ein Follow hinterlassen auf Twitch. Vielen, vielen Dank dafür. Herzlich willkommen in der Community. Wir nehmen das Ganze ja gerade hier im Twitch-Livestream auf. Und ja, dieser Spike DDT ist dann jetzt ja auch für den Mark. So, erster Pinfall wohl gegen AJ Styles. Aber AJ mit dem Kickout. Das war aber auch zu erwarten.
Da reicht ein Spike DDT noch nicht gegen AJ Styles. Und Calf Pressure. Das war Rope Break. Das meine ich. Und deswegen wird AJ dieses Orakel verlieren. Weil einfach zwei von seinen Special Moves. Oh, der AKO wird gekontert. Zwei seiner Special Moves landen im Normalfall immer im Rope Break. Aber dann hat AJ jetzt schon wieder den nächsten Signature. Und der nächste Calf Pressure. Buongiorno Rope Break, der zweite. Das ist einfach so offensichtlich immer. So, Phenomenal Forearm geht gut. Schauen wir, ob das ausreicht, aber ich glaube es eigentlich nicht. Eins, zwei. Jo, Randy Orton mit dem Kickout. Was, AJ hat noch einen? Wo hat denn der den her? Warum hat AJ Styles noch einen Phenomenal Forearm? Und Platzwunde bei Randy Orton und der Phenomenal Forearm geht gut. Das könnte tatsächlich jetzt doch das Matchende sein. Pinfall. Eins, zwei. Randy Orton mit dem nächsten Kickout. Aber einfach krass, wie anders dieses Match jetzt wieder ist im Vergleich zu dem, was wir eben mit Finn Bálor gegen Bobby Lashley gesehen haben. Und Frog Splash von AJ Styles. So, jetzt Randy Orton posiert und das gibt wahrscheinlich jetzt ein Comeback von ihm. Yo, Clothesline. Clothesline. Und Power Slam. Den finde ich richtig geil von Randy Orton, wie der den immer so schnell ausführt. Ja, und da wird jetzt mal auf jedes Körperteil draufgetreten. Pinfall gegen AJ, aber das reicht niemals. Eins, zwei. AJ im allerletzten Moment. Das könnte tatsächlich ein Widerstand gewesen sein. Und jetzt AKO? Nee. So, AJ wieder mit dem Reversal. So, es geht für AJ in die Ringecke. Und so, jetzt schauen wir mal. AJ Styles. Ushiguroshi hier. Ich weiß, das ist nicht Ushiguroshi ausgesprochen, aber ich finde es so besser. Uchiguruchi. So, DDT. Oh, es soll tatsächlich der Styles Clash kommen. Und ich glaube, da wo wir jetzt stehen, wird das auf jeden Fall wieder der nächste Rope Break. Sitzt. Wir rollen uns. Oh, das könnte tatsächlich gut gehen. Eins, zwei. Kick out Randy Orton. Und AJ Styles kann es nicht glauben. Und jetzt soll aber das Comeback kommen. Die Kamera ist gerade mega geil, muss ich sagen. Oh, Reversal von Randy Orton. Ich glaube, das könnte sich erledigen, das Comeback von AJ. Oh, das war clever gemacht. Erstmal der Tritt gegen Randy Orton. Und nächster Uchiguru. Nein, wird gekontert. Randy Orton mit dem Reversal. Jetzt wahrscheinlich der Spike DDT. Ne, er schmeißt AJ Styles erstmal nach draußen. Also wenn ja das Match so eine Realität werden würde, so vom Spannungsfaktor, hätte ich nichts gegen. Damit könnte ich gut leben. Und Randy Orton ruft AJ Styles zurück in den Ring rein. So, AJ mit dem Reversal. Und jetzt bin ich mal gespannt. Meistens kommt dann nämlich jetzt ein Finish oder sowas. Aber den hat AJ gerade nicht. Okay, das kam jetzt überraschend, dass wir jetzt erstmal eine Runde Griff Wrestling hier sehen. Aber macht er clever, jetzt den Kopf von Randy Orton zu bearbeiten, so wie der am Bluten ist. There may be
So, jetzt denkt sich Randy Orton, was der kann, kann ich schon lange. Kopfspielchen hier von Randy Orton, ey. Die KI denkt ja richtig mit. Ich bin ja hellauf begeistert. Aber AJ kann sich daraus befreien. Oh, der Kick wieder und. Nee, ich dachte, jetzt kommt der Spike DDT, aber er kommt immer noch nicht. Und Reversal AJ Styles. Aber wieder der Reversal Randy Orton und der DDT. Ich habe jetzt eher schon damit gerechnet, dass jetzt der Super RKO kommt. War dann mal doch nicht so. So, und jetzt werden mal wieder alle Körperteile von AJ Styles attackiert. So, und der Pinfall. Eins, zwei. Und AJ kommt da ganz easy raus. So, Randy Orton, jetzt soll er kommen, der RKO. Und der wird gekontert. AJ Styles mit dem Reversal, aber auch wieder Reversal Randy Orton. Und noch ein RKO. Wo hatten denn die alle her? Und wieder gekontert AJ Styles. Okay, Randy Orton, das war's. Hä? Exakt das gleiche wie das, was wir eben da schon gesehen haben. Das wird es dann jetzt gewesen sein für Randy Orton. Jo, jetzt schauen wir mal. So, AJ, schöner DDT. Richtig gutes Match, was wir hier sehen. Also echt auch ausgeglichene Moves. So, und jetzt soll er kommen. Der Phenomenal Forearm. Wäre dann der dritte, der das Ziel findet. Jo, gute Nacht, Randy Orton. Phenomenal Form sitzt und AJ mit dem Pinfall. Wenn der nicht gut geht, hat er immer noch den zweiten Finisher. Aber das war's. AJ Styles holt sich in einem richtig guten Match den Sieg. Und das ist auch das, was ich für die Realität denke. Jetzt ist es natürlich nicht so gekommen, wie ich hier für das Orakel gedacht habe, wo ich ja wirklich vermutet habe, dass diverse Moves von AJ zum Ropebreak führen, was ja auch passiert ist. Aber es hat trotzdem gereicht. Auf jeden Fall, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr glaubt, wer bei diesem Match gewinnen wird. Und ansonsten joint gerne mal meinem Discord-Server. Link dazu in der Videobeschreibung, wo auch meine ganzen Social-Media-Accounts verlinkt sind. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Ansonsten natürlich auch gerne meinem YouTube-Kanal ein Abo hinterlassen. Werde Teil meiner Community. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir diesen Weg gemeinsam bestreiten werden. Zur nächsten halben Stunde seht ihr dann das nächste Match. Und das wäre dann Samoa Joe gegen Rey Mysterio. Ich hoffe, ihr seid bis dahin wieder mit am Start. Ansonsten lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.